Hallo Leute, heute hier in Elektrotechnik in 5 Minuten. Geht es jetzt hier in dieser Playlist, geht es um die sogenannte Fourier-Zerlegung, Analyse, Synthese, wie auch immer. Und ja, hier mal in diesem Einführungsvideo ein kurzes Einführungsvideo. Einführung. Also, Fourier, was geht es hier eigentlich? Ganz grob. Also, Fourier, benannt nach Jean-Baptiste Fourier. Der ist so 1830 ist er gestorben, 1768 ist er geboren. Da hat er gelebt, also Stichwort Französische Revolution hierum. Und ja, das war ein Physiker, Mathematiker. Und er hat sich beschäftigt mit der sogenannten Fourier-Reihe, beziehungsweise diese spaltet sich auch in zwei Punkte, einmal in die Synthese und einmal in die Analyse. Und wer jetzt alles Bio gehabt hat von euch, irgendwo in der Unterstufe, der weiß, Synthese, Photosynthese, also zusammenfassen. Sprich, wir haben mehrere Sinusse oder Kosinusse und die zusammengefasst ergeben wieder irgendein Signal. Ein nicht sinusförmiges Signal. Also aus reinen Sinusse oder Kosinusse ein nicht sinusförmiges Signal zu erzeugen, das ist die Synthese. Und bei der Analyse geht es jetzt genau ins Gegenteil rum. Leute, und zwar, wenn ihr sowas habt hier, so ein nicht sinusförmiges Signal, ein Rechtecksignal, wie kann ich das zerlegen in lauter hier so Sinusse, Kosinusse und so weiter und so fort. Und genau um diese Themen geht es jetzt hier im folgenden Verlauf der Videoserie hier, der Playlist. Wünsche auf jeden Fall schon mal viel Spaß damit. Wichtig, hier oben abonnieren drücken, Button drücken, ganz wichtig, damit unterstützt ihr diesen Kanal und hier geht es weiter mit einem weiteren coolen Video. Dankeschön fürs Zusehen, auf Wiedersehen, wünsche noch viel Spaß und tschüss!